Ja, herzlich willkommen zurück zur Wing Commander. Und jetzt wollen wir mal schauen hier. Ah, Pliers. Das Ding ist eine wahre Schönheit. Ja. Am liebsten würde ich das Baby nur zum Ansehen hier behalten. Ich glaube nicht, dass wir den Flieger jetzt schon ins Museum stellen sollten. Ja, wäre schade drum. Was ist das? Das weiß ich noch nicht. Aber sehen Sie sich das mal an. Endlich kann ich mal an das Interessante rumbasteln. Ja. Keine Angst, ich werde aus den Babys nichts ausbauen. Die Einlassöffnungen. Das Triebwerk des Fliegers ist Wahnsinn. Materie, Antimaterie. Genau wie bei einem Großkampfschiff. Wissen Sie, was das heißt? Kein Treibstoff für den Der Nachbrenner. Saft kommt direkt aus dem Triebwerk. Ja, so ist's. Dadurch wird zwar etwas Energie von den Geschützen und Schilden abgezogen, aber während der kurzen Nachbrennerstöße geht's dafür umso schneller. Da wird sogar mir ganz schwindelig. Wenn Sie wollen. Und dann mache ich Ihnen einen Flug bereit, in 0, nix. Ja, auf jeden. Was Nettes für Ihren nächsten Einsatz. Könnte sein, dass mich dann die falsche Seite abschießt. Ja, aber für so ein Baby kann man schon mal ein Risiko eingehen. Lasst mich mit dem Baby fliegen. Ja, auf jeden Fall. Na gut, überredet. Los an die Arbeit. Geht hier Ja, die nichts Post ab. dagegen. Gibt's nichts. Talk to Sosa. Und was Colonel? gibt's? Colonel, eine SOS-Drohne wurde gerade geborgen. Wenn Sie das hören, ist es vielleicht noch nicht zu spät. Schiffe ohne Abzeichen attackieren uns. Viele von uns sind schon tot. Wir wissen, dass Planet FT-957 weit von anderen Kolonien entfernt ist. Aber wenn Sie ein Herz haben, bitte schicken Sie uns sofort Unterstützung. Sonst wird unsere Welt untergehen. Funktioniert dieses Ding überhaupt? Ich hab den Admiral dran. Im Telamon-System muss was Schreckliches passiert sein. Wir wissen nicht was. Ihr Schiff ist einem Jump-Point, der zu diesem System führt, am nächsten. Telamon ist so neu besiedelt, dass die Planeten noch keine Namen, sondern ihre Entdeckungsnummern haben. Dieses System gehört zu den Grenzwelten. Und deshalb kann es auch mit unserer Hilfe rechnen. Wenn es dort einen Brand zu löschen gibt, sind wir zur Stelle. Kurs auf Telamon. Haben Sie irgendwas von Captain Eisen gehört? Nein, leider nicht. Ich melde mich bei Ihnen, wenn ich etwas erfahre. Na dann. Ah, jetzt funktionieren die Videos auch wieder. So richtig. Es lag wohl an dem ganzen Hooking-Zeug, was so ein bisschen gebremst hat. Also eine reine Capturing-Geschichte. Das ist natürlich geil, weil jetzt kommt nämlich so der schöne Schluss von dem Spiel so langsam. Geht das immer flüssiger vonstatten. Oh, jetzt geht's schon in die nächste Mission, ne? Okay, dann wollen wir mal eine Runde speichern. Ich habe man hat ja den RTSS da, diesen, wo man in der Liste Non und High und Low und Middle oder so auswählen kann für das Hooking, für die Programmerkennung, was er da aufnehmen soll. Und da habe ich jetzt mal global auf Non gestellt und das scheint mir hier die Lösung zu sein. Auch zu Capturing-Problemen für den Desktop und so weiter. Aber schauen wir mal. Geht's hier erstmal weiter. Maniac, Konzentration bitte. Na klar. Wir fliegen in ein schwarzes Loch. Diesmal werden wir nicht mit Störsendern wie in Peloys zu tun haben, sondern mit einem Informationsvakuum. FT-957 hat ein Notsignal ausgesandt. Wir wissen nicht warum. Wir säubern das Gebiet vom Feind und erkunden die Situation. Sie wollen mich und die Jungs auf dem Planeten absetzen? Ja, aber nicht nur das. Ich werde mit euch mitkommen. Was? Sie haben diese Frau nicht gesehen. Da unten ist etwas Furchtbares geschehen. Ich will es aus nächster Nähe untersuchen. Zwei Flügelmänner eskortieren Deckers Shuttle und kehren zurück, sobald wir im Landeanflug sind. Alles klar?
Dann nichts mehr los. An die Arbeit. Schon gut. Ja. Die Banshees eignen sich für jeden Einsatz. Mit denen kann man fast nichts falsch machen, es sei denn, man will damit ein Großkampfschiff ausschalten. Was soll ich mit dieser Javelin HS? Die war doch scheiße. Pilium FOF? Ist sie nicht Pilium F oder so? Wie auch immer, ich will die Spiculum haben, die sind nämlich besser. Weil... Locktime. Ja, die haben nämlich ein bisschen mehr Einschlag. Eine ganze Ecke mehr. Baby Egg. Ja, komm, nehmen wir mit, aber als zweiten Wingman. Das passt dann schon. Oh, es ist das Ding hier rot. Materia Antimateria. Ja, dann zeigt man ja hier den Kracher. Oh, steht noch auf Veteran, okay. Ist doch mal was ganz anderes. Dagegen ist die Excalibur jetzt ein Witz. Aber gut. Ab geht die Post hier. Boah, das sind Kracher, oder? Hier ist nix. Weiter geht's. Wir haben Gesellschaft. Ich will zeigen, was ich kann. Lösen und feuern. Vielleicht sollte ich heute mit denen verhandeln. Drauf da. Lösen und feuern. Jetzt kommt Maniac Zaubershow. Ach. Geht doch rein und dann geht das schon. Ja. Jo. Maniac schlägt wieder zu. Maniac schlägt wieder zu. Ja, ja. Oh, die ist recht einfach. Wie mir scheint. Hätte ich vielleicht sogar ein bisschen höher stellen können. Ja, das sind eigentlich Feinde, aber... Naja, ne? Oder das sind die beiden, die irgendwo da rumflitzen und wir sind ja noch da. So, und jetzt wird es aber doch ein bisschen knackiger. Denn jetzt habe ich diese Sacknasen im Hals hier. Doch. Aber das ist anscheinend machbar hier. Na komm schon. Du Pappnase. Du bist erledigt, Junge. Deine scheiß Rakete. So. Ja, bisschen Schwierigkeitsgrad drin, das merkt man, ne? Das hätte auch ins Auge gehen können. Mhm. Ich erinnere mich. Das ist eins dieser Videos, was ich wohl in Zukunft auf 16, ab 16 stellen muss, oder nicht jugendfrei, ab 18 irgendwie, ne? Das ist gleich ein bisschen unlecker. Das? Das hat uns noch gefehlt. Ein feindlicher Flieger. Holt eure Waffen. Lieber sterbe ich im Kampf als in Gefangenschaft. Keinen Schritt weiter. Ganz ruhig. Wir gehören zur Grenzweltenunion und zu Vize-Admiral Wilford. Wir sind hier, weil sie SOS funkten. Der Flieger beweist, dass sie nicht die Wahrheit sagen. Die Männer, die uns das angetan haben, die benutzten solche Dinge. Hey, wir haben die Maschine erbeutet, ihr Idioten. Seht euch meine Abzeichen an.
Ach, was soll's, ihr kommt sowieso viel zu spät, Jungs. Es sind nur noch wenige von uns übrig. Da scheint mir die Übersetzung jetzt nicht so Bombe zu sein, aber naja. Die meisten haben das Bombardement nicht überlebt. Bombardement? Aber hier steht doch noch alles. Auch der Flughafen sieht funktionstüchtig aus. Die Angreifer jagten nichts in die Luft. Sie hatten Biowaffen. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber wieso haben Sie überlebt? Das frage ich mich auch schon die ganze Zeit. Was steckt dahinter? Das kann kein Zufall sein. Die Männer und Frauen, die tot oder erkrankt sind, haben den ähnlichen Körperfettanteil, die ähnliche Knochenstruktur, Spermien und Ovazahl. Das sind alles genetisch bestimmte Dinge. Was wissen Sie über Nanotechnologie und Biokonvergenz? Biokonvergenz? Ich weiß so gut wie nichts über diese neue Entwicklung. Nun, ich glaube, die Angreifer verteilten selbstreplizierende Nanobots in der Atmosphäre, und zwar Millionen. Nanobots? Ja. Stellen Sie sich Computer vor, so klein wie Atome. Sie dringen in den Körper ein. Sie machen einen Genvergleich in der DNS-Kette und gefällt Ihnen nicht, was Sie finden? Greifen Sie die RNS an. Die Zellen vermehren sich nicht mehr und töten sich gegenseitig. Das ist ein leichtes Brummen irgendwie drin, ne? Ich zeige es Ihnen. Zwischendurch mal so ein bisschen. Sind da an der Produktion schiefgelaufen. Der Körper wird dadurch zu einem Schlachtfeld. Hm. Innerhalb weniger Stunden sieht man so aus. Scheiße, Mann. Und wieso sehen wir dann nicht auch so aus? Danken Sie Ihren Eltern dafür. Die Nanobots sind programmiert. Sie suchen nach bestimmten genetischen Charakteristika. Niedriger Körperfettanteil, gutes Sehvermögen. Man kann in die Nanobots einprogrammieren, was man will. Und so tödlich in die DNS-Kette eingreifen. Man kann zum Beispiel alle dünnen Leute ausrotten. Oder alle, die unter Eisenmangel leiden. Man muss nur den Code verändern. Sie kamen aus dem Nichts, die namenlosen Schiffe warfen solche Behälter ab. Wie viele Männer und Frauen hat's erwischt? Ich würde sagen, 90%. Das ist ein Geisterplanet geworden. Ich habe sowas im letzten Krieg gesehen. Wenn der Rest von denen nicht bald rausgeflogen wird, bringen sie sich um. Admiral Wilford wird Maßnahmen ergreifen, sobald der Bericht vorliegt. Ich frage mich, was für Maßnahmen der Admiral ergreifen soll, wenn ich mir das so ansehe. Nur gut, dass die Kilrassi sowas noch nicht hatten. Ha. Colonel, danke. Das wäre im vorigen Teil ziemlich böse geworden. Es war schon schlimm genug, ne? Mit dem Krieg. Dann hätten wir uns schon erledigt gehabt. Dann würde dieser Teil hier nicht entstanden sein. Ich muss nicht zurückfliegen, das ist aber nett. Das ist aber sehr nett. Ja. Dann beenden wir doch hiermit erstmal diesen Part und ja. Bis dann.